Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie ihr so ein RPG-Level-GUI hier macht. Wie das hier unten mit einer Level-Anzeige, einer XP-Leiste, meinetwegen auch den Knöpfen hier drunter. Die habe ich nur gemacht, weil ich finde, die gehören einfach dazu. Und das Ganze mache ich, weil ich vor ein paar Wochen einen Kommentar von SkyCZ bekommen habe. Und zwar, kannst du mal bitte ein Video über, wie man ein Level-GUI, das dir XP gibt, wenn du andere Spieler killst. Danke. Ich weiß nicht, ob das ein ganzer Satz war, aber auf jeden Fall mache ich das jetzt. Aber wenn man wirklich ein System machen möchte, bei dem man dann auch XP bekommt, wenn man Spieler tötet und das Ganze dann so auflevelt wie hier und Soundeffekt und was nicht alles. Blub, blub, blub. Ihr seht, es funktioniert auf jeden Fall. Dann ist das schon einige Arbeit, weil das ist schon ein ganzes System und das kriegen wir in einem Video nicht hin. Dementsprechend ist erstmal geplant, dass wir hieraus drei Parts machen. Der erste Teil, in dem ihr gerade seid, in dem geht es nur darum, wie wir dieses GUI hier bauen. Im zweiten Part geht es dann um die Local Scripts für das GUI, dass es dann möglich ist, auch das hier zu machen. Dass man XP bekommt, auflevelt und auch Soundeffekte. Und im dritten Part werden wir dann den serverseitigen Stuff machen, indem wir dann die XP und die Level von Spielern verwalten. Und natürlich auch eine Methode erstellen, die Spielern XP gibt, weil bisher ist das hier alles lokal. Und wenn ich mich töte und zurücksetze, bin ich wieder Level 0. Part 2 und 3 werden natürlich auf sich warten. Bei mir kommen ja alle zwei Wochen ein neues Roblox Studio Tutorial. Also müsst ihr euch wahrscheinlich ein bisschen gedulden. Kanalmitglieder Tier 2 und höher kriegen natürlich vorab Zugriff auf schon fertige Tutorials. Dementsprechend müssen die wahrscheinlich nicht ganz so lange warten. Erstmal würde ich sagen, ein Level up noch. Wunderbar. Und los geht's. Leute, die meine Tutorials verfolgen, wissen, dass ich GUI hasse. Ich kann GUI einfach nicht ab. Aber man muss manchmal durch, dementsprechend machen wir das hier. Ich schiebe mal dieses GUI rüber in den Server-Script-Service, damit es uns nicht im Weg ist und wir fangen ganz normal an. Wir fügen zum Starter-GUI-Folder ein Screen-GUI hinzu. Das Ganze nennen wir dann meinetwegen auch Level-System, Level-Balken, was auch immer. Ich habe es RPG-Screen-GUI genannt und ich habe nichts geändert, außer ich habe die Screen-Insets auf Device-Safe-Insets gestellt. Eigentlich nicht so wichtig, weil das sowieso nur hier unten ist. Es geht nicht an den Rand ran, also es ist eigentlich komplett irrelevant. Wir fügen dazu natürlich wieder einen Frame hinzu und diesen Frame können wir jetzt schon mal verschieben dorthin, wo wir ihn haben wollen. Wir wollen hier unten ja unsere Levelleiste haben. Der Frame, der soll die Levelleiste halten. Das bedeutet, wir schieben den ungefähr dahin, wo er sein soll, machen ihn auf ungefähr die Länge, Höhe, Größe und nennen den ganzen Frame Bottom Bar. Ihr seht, bei mir habe ich ihn ein bisschen größer gemacht. Vor allem habe ich in den Settings den Anchor Point auf 0,5, 0,5 gestellt, damit er immer zentriert ist, wenn die Position auch auf 0,5, 0,0,9,0 ist. Size ist bei mir 0,618 und 0,15,0 in beiden Fällen. Ich mache mir das Ganze einfach, weil ich ein Plugin habe. Das nennt sich Autoscale. Ich habe Autoscale Plus, man kann aber auch ganz normal Autoscale benutzen. Und da gehe ich auf Smart Scale und dann werden halt alle Größen, die ich hier herumschiebe, umgewandelt in relative Größen, sodass ich, wenn ich das Device teste, das Ding immer auf einer relativ gleichen Größe habe im Verhältnis zur Bildschirmsize, wie ihr hier seht. Es ist übrigens immer zu empfehlen, dass ihr auf HD 1080 arbeitet, weil das ist so die Standardgröße für die meisten Monitore und von dort aus könnt ihr dann kleiner, größer, was auch immer, skalieren. Und wenn ihr irgendwelche Probleme damit habt, nicht wisst, wie ihr dieses Device hier testen könnt, das Ganze ging früher, indem man einfach hier oben auf Device gedrückt hat. Das geht inzwischen nicht mehr. Ihr müsst inzwischen hier auf dieses Symbol drücken, dann auf Customize, dann hier nach Device suchen. Dann müsst ihr auf Device klicken, Device adden, Device anhaken, dass es angehakt ist, sodass es dann aussieht wie hier. Es muss halt Device da sein mit dem Haken und dann könnt ihr oben auf dieses Symbol drücken, um es an- oder auszumachen. Es ist umständlich gemacht. Ich weiß nicht, warum Roblox das jetzt unbedingt verstecken musste. Eine Weile lang konnte man das auch einfach hier finden, aber hier findet man das auch nicht mehr. Es ist, wie es ist. Zur Bottom Bar fügen wir zwei weitere Frames hinzu. Und zwar die Action Bar und die Level Bar. Bei der Level Bar habe ich die Background Transparency auf 0 gelassen, sodass man sie sehen kann. Bei Action Bar und bei Bottom Bar ist die Background Transparency immer noch auf 1, dass man sie halt nicht sehen kann. Die Level Bar ist dann auch wirklich eure Levelleiste, die hochgehen soll. Ihr könnt hier auch einmal meine Größen sehen. Ich habe natürlich wieder Anchor Point bei 0,5, in dem Fall 0. Position bei 0,5 und alles andere 0. Size habe ich auf 0,9999. Hä, warum das denn? Augenblickchen. Das passiert manchmal auf 1,0 und dann 0,235 in meinem Fall. Solche Sachen wie dieses 0,9999, die passieren einfach, weil GUIs in Roblox so anstrengend sind. Die Action Bar ist im Grunde das darunter, nur nochmal mit ein bisschen Abstand. Hier ist die Size auch bei 0,9999, was ich jetzt ändern werde zu 1. Dann 0,617, die Position ist bei bla 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 und dann 0,377
Und hier habe ich den Anchor Point bei 0,0 gelassen, weil es egal ist. Die Action Bar ist nur dafür da, weil es einfach cooler aussieht, wenn man darunter irgendwelche Buttons hat. So kennt man das aus RPG-GUIs. Wir werden uns aber nicht wirklich um die Actions kümmern. Das ist einfach nur, damit ihr es gesehen habt. Ich würde sagen, dafür bringen wir das auch schnell mal hinter uns mit der Action Bar. In die Action Bar kommt nämlich ein UI List Layout rein. Da stellt ihr so ein, dass Fill Direction horizontal ist, Horizontal Alignment Center ist, Vertical Alignment auch Center ist und Sort Order habe ich auf Name gestellt. Ihr könnt es auch auf Layout Order machen. Ich würde aber sagen, Name ist sinnvoller, weil dann könnt ihr hier weitere Frames oder meinetwegen auch Buttons hinzufügen, wenn es halt funktional sein soll. Im Blick, warum kann ich nichts mehr hinzufügen? Wo ist der Hinzufügen-Knopf? Na, ah, jetzt geht's. Er ist einfach unsichtbar. Okay, ich sage einfach mal Image-Buttons. Und wenn ihr jetzt weitere Image-Buttons hinzufügt, seht ihr, werden die entsprechend angeordnet von dem UI-List-Layout. Ich habe gerade nachgeguckt, ich habe tatsächlich Text-Buttons verwendet. Ich kopiere mir hier mal einen rein. So sehen die Text-Buttons bei mir aus. Ich habe Text-Button Nummer 1, 1 genannt. Da drin befindet sich dann ein weiterer Frame namens Action-Key. Das ist diese Zahl hier unten. Da drin befindet sich dann noch ein Image-Label. Das ist einfach nur genau das gleiche, ein bisschen kleiner für das Bild. Eine UI-Stroke und UI-Corner. Im Action-Key das gleiche UI-Stroke, UI-Corner. UI-Aspect-Ratio-Constraint, damit es quadratisch bleibt. Wobei das gar nicht notwendig ist eigentlich, wenn man hier ein UI-Aspect-Ratio-Constraint hat. Augenblick, warum ist denn das hier und nicht da? So macht es mehr Sinn. Egal. Und weil ihr es vielleicht unbedingt abschreiben wollt, seht ihr einmal, die Buttons haben bei mir Anchor Point 0,5, 0,5, was irrelevant ist, weil die Position wird sowieso automatisch angepasst. Und zwar auf 0,0, 0,0, bleibt einfach so, wie es ist, weil das wird vom UI List Layout gemacht. Dann haben wir die Size auf 0,9, 0,9. Und wichtig, hier habe ich Size Constraint auf relativ YY, damit sich das an die Höhe der Bar anpasst, aber nicht auf die Breite der Bar. Und dann passt das auch. Der Action Key, den wir hier unten haben, hat eine Size von 0,433, 0,433, die Position von 0,7 und 0,7 und der Anchor Point ist bei 0,0 gelassen. Size Constraint ist irrelevant, weil sowieso beide Größen gleich sind und ich habe ein UI Aspect Ratio Constraint. Es ist nicht wichtig, dass wir ein UI Aspect Ratio Constraint drin haben, weil wir sowieso YY haben und alles gleich haben, aber meinetwegen nur für den Fall UI Aspect Ratio Constraint mit der Aspect Ratio auf 1. Es tut nichts zur Sache, ich entferne das hier einfach. UI Corner mit 0,3, das macht abgerundete Ecken. UI Stroke mit einer Thickness von 4 und einer Farbe von das hier, das macht die Umrandung. Und dasselbe haben wir beim Action Key, UI Corner mit 0,3 und UI Stroke mit derselben Farbe und 4 Pixeln. Und dann ist hier noch ein Textlabel drin mit Anchor Point 0,5, 0,5, Position 0,5, 0,5, Size 0,8, 0,8. Und unten habe ich die Gotham Font verwendet, Text Color habe ich auf das gestellt, bla bla bla. Und vor allem habe ich unten Text Scaled angecheckt, dass es immer die maximale Größe hat und wir da eine kleine 1 drin stehen haben. Image Label, gehen wir nochmal drauf ein, ist 0,5, 0,5 vom Anchor Point her. Position ist auch 0,5, 0,5, damit es immer mittig ist. Und die Size ist 0,8, 0,8. Und damit haben wir halt immer ein Image-Label, das hier mittig ist und nicht zu groß ist. Vielleicht muss es größer oder kleiner sein. Das Bild, das ich jetzt genommen habe, habe ich irgendwo aus der Toolbox rausgezogen und hat diese ID hier und diese Farbe. Und versteht ihr endlich, warum ich keine GUIs in Roblox mag? Weil es unendlich viel einzustellen ist. So, jetzt haben wir diese blöden Action-Bar-Dings hinter uns. Ihr könnt jetzt theoretisch die Dinger duplizieren mit Steuerung D, 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 D. Dann halt die Namen anpassen und halt den Action-Key anpassen. Aber es ist nicht wichtig für dieses GUI. Ich kopiere einfach mal die Buttons, die ich hier oben habe, raus und kopiere sie mir hier rein. Blub, und dann haben wir die Leiste wieder so, wie sie bei mir war. Jetzt geht es nämlich endlich mal um die Level-Leiste. Die Levelbar, die bekommen nämlich verschiedenste kleine Assets. Zum Beispiel bekommt es ein UI Aspect Ratio Constraint mit einer Aspect Ratio von 35, also die Größe ist 1 zu 35. Außerdem haben wir UI Corner mit einem Corner Radius von 0,1 relativ und ein UI Stroke mit einer Thickness von 4 Pixeln und genau dieser Farbe hier. Ihr könnt die Farben natürlich anpassen, wie ihr wollt, die Thickness anpassen, wie ihr wollt. Das liegt alles bei euch. Ich habe mir irgendwas schnell ausgedacht, damit ich dieses Tutorial hinter mich gebracht habe, weil ich, wie gesagt, ich mache ungerne GUI und möchte es einfach nur hinter mich bringen. Und dann sieht die Levelleiste schon mal so aus. Wenn wir hier einfach mal gegen den Himmel halten, sieht vielleicht ein bisschen besser aus, wenn wir das so gegen den Himmel halten. Und durch diesen UI Aspect Ratio Constraint stellen wir halt wirklich sicher, dass die Größe immer gleich ist. Dadurch passt sich natürlich auch die Size hier an. Hier steht dann so Ausrufezeichen, die Größe wird beeinflusst von UI Aspect Ratio Constraint und wird nicht immer exakt diese hier sein. Das ist aber wichtig für die Design-Elemente, die wir gleich hinzufügen werden. Denn um so eine Levelleiste zu machen, muss man im Grunde eine weitere Leiste in diese Leiste reinpacken, bei der man die Größe anpasst. Das heißt, wir fügen einen weiteren Frame hinzu. Diesen Frame nenne ich Level Fortschritt. Der hat einen Anchor Point von 0 und dann 0,5, damit er wirklich immer mittig ist von der Höhe
her, eine Position von 0 und 0,5, damit er immer mittig ist von der Höhe her. Wichtig ist, dass der Anchor Point hier wirklich bei 0 anfängt und da auch die Position bei 0 ist, damit sich das Ding, wenn man es vergrößert und verkleinert, so nach rechts vergrößert. Eine Size von 0,0 und dann 1,0. 1,0 ist wichtig und wenn wir hier die Size anpassen, passt mal auf, zum Beispiel auf Punkt 5, dann müssen wir 50% haben. Blub, dann sieht das Ganze so aus. Die Background Color ist natürlich das hier. Background Transparency ist 0, damit man es sehen kann. Und ich habe in dem Ding wieder UI Corner mit 0,1 und UI Stroke, diesmal mit dieser Farbe hier und einer 4er Thickness. Dann sieht das halt so aus wie das hier und man kann halt, indem man die Größe anpasst, den Fortschritt in der Levelleiste anpassen. Wenn wir hier 0,2 machen, sind 20%. Wenn wir 0,7 machen, dann wären es 70%. Wenn wir hier 1 machen, sind es 100%. Wenn wir 1,3 machen, sind es 130%, also über die Leiste hinausgeschossen. Aber standardmäßig wird es erstmal auf 0 stehen. Aber in dem Vorschau-Ding, das ich euch gezeigt habe, hatte das Ding noch so einen Verlauf von links nach rechts. Und den Verlauf fügen wir jetzt auch noch hinzu und das machen wir mit einem weiteren Frame, den wir hinzufügen. Den Frame nenne ich Verlauf. Der hat auch wieder Anchor Point 0 und 0,5. Der hat auch wieder die Position von 0,0 und 0,5,0. Der hat jetzt aber eine Size von 35 zu 1. Weil der hat immer eine Fixed Size. Der hat immer die exakte Größe von der Levelbar hier drauf. Und deswegen ist es wichtig, dass wir UI Aspect Ratio Constraint auf Aspect Ratio 35 stellen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt eine Aspect Ratio von 40 haben wollt, dann würde die Bar ein bisschen schmaler sein. Oder sagen wir mal hier 60. So, dann habt ihr eine sehr schmale Bar. Dann wollt ihr natürlich beim Verlauf auch die Size 60 zu 1 haben. Und dann geht der Verlauf wirklich wieder von links nach rechts komplett rüber. Das ist wichtig, dass diese Zahlen gleich sind. Aber ich lasse das einfach mal auf 35. Blub. Wichtig ist, dass wir übrigens überall Clip Descendants nicht anhaben, weil sonst funktioniert das natürlich nicht richtig. Außer an einer bestimmten Stelle, worauf ich gleich eingehe. Und im Verlauf haben wir einen UI Gradient drin. Und da könnt ihr einfach auf Color klicken und dann auf diese drei Punkte hier. Und dann kommt eine Color Sequence und da könnt ihr einfach irgendwo raufklicken. Hier unten die Farbe dann auswählen und die Farbe anpassen. Bei mir habe ich eine Farbe von dem Dunkelblau genommen, das wir häufig in dem GUI verwenden. Über ein Violett, weil es einfach cool aussieht, bis hin zu dem Hellblau, welches wir ursprünglich für die Bar verwendet haben. Ihr könnt die Farben natürlich anpassen, wie ihr wollt. Aber falls ihr sie sehen wollt, das ist die Farbe fürs Hellblau, das ist die Farbe fürs Violett und das ist die Farbe fürs Dunkelblau. Wenn wir jetzt beim Levelfortschritt zum Beispiel runtergehen auf 50%, indem wir hier Size 0,5 stellen, blub, dann wird das bei mir abgeschnitten und der Verlauf ist trotzdem bei Violett. Bei euch ist das vielleicht noch nicht der Fall, weil ihr beim Levelfortschritt hier runterscrollen müsst und Clip Descendants anmachen müsst. Bei mir ist es schon an. Ihr müsst es vielleicht, wenn es aus ist, sieht so aus, dann sieht man den Levelfortschritt nur an dieser Outline hier oben. Wenn das bei euch der Fall ist, klickt ihr auf Clip Descendants, dann wird der Verlauf geklippt und es ist einfach so, wie es ist. So, ich stelle den Levelfortschritt jetzt auf 0, weil der standardmäßig auch bei 0 XP ist. Blub. Weil den haben wir fertig. Übrigens, wenn ihr eine noch abgerundetere Ecke haben wollt, dann darf man bei den UI Corners nicht mit relativen Zahlen rechnen, sondern muss mit absoluten Zahlen rechnen. Das ist ein bisschen schwieriger, weil das hier sonst nicht alles richtig aligned zueinander. Deswegen habe ich auch einen sehr kleinen Radius genommen. Aber man kann das Ganze auch kaschieren, indem man hier vorne ein bisschen was von der Levelleiste abschneidet und das machen wir mit der Levelanzeige. Für die Levelanzeige fügen wir zur Levelbar einen weiteren Frame hinzu, nennen ihn Levelanzeige und stellen ein Anchor Point 0,5,0,5. Die Position ist bei 0,009. Ich habe es halt ein bisschen verschoben zu 0,497 und die Size ist bei 0,048 zu 1,665. Die Size wird aber beeinflusst vom UI Aspect Ratio Constraint, weil wir wollen das wirklich quadratisch haben. Farbe ist wieder so, Background Transparency ist wieder auf 0 und dann ist da drin wieder UI Aspect Ratio Constraint mit einer Aspect Ratio von 1. Die macht es quadratisch, ein UI Corner mit Corner Radius von 0,5, dadurch wird es rund und UI Stroke mit dieser Farbe und 4er Thickness für die Outline. Und dann haben wir noch ein Textlabel da drin. Das ist dann einfach die Levelanzeige an sich, so da wo halt das Level drin steht. Da habe ich wieder Anchor Point auf 0,5,0,5. Background Transparency auf 1. Boah, das heißt Pixel auf 0, aber das ist inzwischen, glaube ich, Standard. Position auf 0,5,0,5, damit es mittig ist. Size auf 0,7,0,7, damit es nicht zu groß ist. Scrollen wir hier runter, haben wieder die Gotham auf Black. Diese Farbe hier. Text scaled, damit es immer die größte Größe hat. Text Size ist egal, weil es Text Scaled ist. Und Text X Alignment und Text Y Alignment, beides auf Center, damit Centered ist. Das hätte ich für euch vielleicht auch bei diesen Buttons hier sagen sollen, dass man das beides centern muss. Und dadurch haben wir dann die Levelanzeige. Jetzt haben wir schon eine Menge geschafft.
Aber in vielen Spielen ist es so, dass die Levelbar sich smooth bewegen soll und so. Für Pro-Gamer ist es aber nicht cool. Manche wollen halt direkt den Fortschritt sehen, den sie haben. Und deswegen macht man in der Regel zwei Anzeigen. Einmal den Level-Fortschritt, der smooth geht. Und einmal einen Level-Fortschritt, der direkt bup, da ist. Und dafür machen wir einfach eine Kopie vom Level-Fortschritt, benennen das um in Level-Fortschritt Fast und machen ein paar Anpassungen zu der Farbe. Damit man das auch sieht, stellen wir hier mal übergangsweise die Size auf 0,7 und vom Level-Fortschritt mache ich die Size auf 0,5. Dann seht ihr schon den Unterschied, den ich hier gemacht habe. Die richtige Level-Anzeige ist halt voll fett und die nicht richtige, sage ich mal, die ist ein bisschen blasser. Und das ist auch das Einzige, was ich angepasst habe. Ich bin in den Verlauf gegangen, auf den UI Gradient geklickt und habe die Farben nochmal angepasst, dass sie ein bisschen blasser sind. Das heißt, hier ist das Dunkelblau jetzt zu diesem Blau geworden. Das Violett ist jetzt eher pinklich geworden. Und das Hellblau ist jetzt noch blasseres Hellblau geworden. Eine Alternative, die ihr machen könntet, wäre natürlich einfach die Background Transparency runterzustellen auf 0,5. Das funktioniert auch. Gibt dann nur manchmal mit der Outline so ein paar blöde Überlappungen, wenn es nicht exakt übereinstimmt. Das liegt ganz bei euch. So, Level Fortschritt Fast und Level Fortschritt stellen wir wieder auf 0 von der Size her. Und jetzt fehlt nicht mehr viel. In so einer Levelanzeige haben Gamer gerne so ein paar Striche, damit sie sehen, wo ist 50%, wo ist 25%. Manche machen es eher mit 35% so, aber das ist mir jetzt alles zu blöd. Diese Streifen fügen wir auch schnell mal hinzu. Das sind einfach nur ganz normale Frames, die wir hier in die Levelbar hinzufügen. Ich habe die Checkpoint 1, 2 und 3 genannt. Checkpoint 1, 2 und 3 haben Anchor Point von 0,0,5, haben eine Background Transparency von 0,85 und haben die Background Color auf schwarz. Damit sehen sie ungefähr so aus wie die Outline, aber wenn der Balken drunter ist, haben sie nicht dieselbe Farbe wie die Outline, sondern nehmen dann eher die Farbe von dem Balken an sich an. Sieht einfach besser aus. Dann eine Position von 0,25 für 25% und 0,5. Checkpoint 2 kriegt 0,5 und Checkpoint 3 bekommt 0,75. Und dann eine Size von 0,5,1,0. Das bedeutet, hier sind es dann wirklich direkt 5 Pixel. Wir können es auch auf 4 Pixel stellen, weil die Outline ist ja eigentlich auch 4. Gott, ich habe was kaputt gemacht. Nochmal. Wir können es ja eigentlich auf 4 Pixel stellen. Blub. Weil die Outline ist ja eigentlich auch 4 Pixel. Ist vielleicht auch besser, wenn wir das auf 4 Pixel stellen. Ich weiß gar nicht, warum ich das auf 5 habe. Deswegen werde ich das bei den beiden nochmal anpassen auf 4 Pixel hier. So, dann sieht es auch mehr aus wie diese Outline von der Thickness her. Nun könnte es sein, dass bei euch die ersten paar Probleme aufkommen, weil irgendwelche Reihenfolgen nicht stimmen. Und dafür gibt es den Z-Index. Der Z-Index entscheidet, was überlappt. Also in welcher Reihenfolge welche Elemente zu sehen sein sollen. Und den Z-Index, den passen wir wie folgt an. Bei der Bottom Bar ist der Z-Index natürlich auf 1. Action Bar und Levelbar bleiben auch Z-Index auf 1. Jetzt kommt's aber. Der Level-Fortschritt Fast bleibt auf 1. Der Level-Fortschritt muss aber davor sein. Das heißt, wir gehen hier auf Level-Fortschritt und stellen den dann auf Z-Index 2, damit der ihn überlappt. Dann haben wir die Checkpoints. Die müssen über dem Level-Fortschritt sein. Deswegen stellen wir die alle auf den Z-Index 3. Und die Level-Anzeige soll alles überlappen. Ist eigentlich egal. Die könnte theoretisch auf 3 bleiben, aber wir stellen sie nur zur Sicherheit auf 4. Damit gehen wir sicher, dass die Levelanzeige hier mal ganz oben ist. Die Checkpoints sind direkt darunter. Darunter ist die Levelanzeige, darunter ist die schnelle Levelanzeige, darunter ist die Levelbar und dann überlappt sich alles richtig rum. Aber so eine Levelanzeige ist ja bedeutungslos, wenn man gar nicht sieht, wie viele XP man hat und wie viele man braucht. Dafür fügen wir nochmal ein Textlabel hier hinzu, also Textlabel. Flup. Das Textlabel benennen wir um in XP-Label, stellen den Anchorpoint auf 0,5,0,5, Background Transparency auf 1, Position auf 0,754 in meinem Fall, 0,0,0,5, Size auf 0,475. Ihr könnt die Size gerne auch ein bisschen höher machen, wenn ihr so unglaublich viel XP in eurem Spiel habt. Weil das ist einfach nur die Größe, wie viel Platz ihr eigentlich habt, um die XP anzuzeigen, die ihr benötigt. Den Z-Index auf 3, damit er halt trotzdem alles überlappt. Theoretisch auch die Checkpoints. Wir können das XP-Label theoretisch auch auf 4 packen, um sicher zu gehen, damit die XP wirklich überall angezeigt werden. Und dann gehen wir runter zum Text. Ich habe wieder Gotham genommen auf Bold. Die Textfarbe auf dem Dunkelblau, weil unser Verlauf geht ja hier zum Hellblau über. Das heißt, dann kann man das noch sehen. Und Text natürlich auf Scale, damit es mal die maximale Größe hat. Ist einfacher für uns. Text X-Alignment haben wir auf rechts, damit es immer hier rechts schön außen steht. Und Text Y-Alignment Center, damit es mittig, also halt auf der Y-Achse gecentert ist. Außerdem habe ich noch so einen kleinen Glow hier unter dieser Level-Anzeige drunter. Und das habe ich geregelt mit einem Image-Label. Also fügen wir hier einmal ein
Image Label hinzu. Was ich tatsächlich gemacht habe, ist, ich habe die Levelanzeige einfach dupliziert, so, und zu einem Image Label umgewandelt, indem ich das Reclass Plugin von LTOP verwendet habe. Ich ging hier oben auf Convert und sagte dann Image Label und dann wurde zu einem Image Label gemacht. Hab dann natürlich das Text Label entfernt, dann hatte ich schon mal mein Image Label mit der richtigen Position und Größe und allem. Aber ihr könnt das Image-Label auch selber machen. Denn ein paar Sachen musste man sowieso schon anpassen. Erstens, Anchor Point 0,5,0,5 ist klar. Background Transparency auf 1, damit der Background nicht zu sehen ist. Position ist die gleiche wie bei der Level-Anzeige. Size ist in dem Fall bei 0,12, ist glaube ich irrelevant. Und dann habe ich sie auf 10 gestellt, damit es einfach größer ist. Z-Index auf 3, damit es unter der Level-Anzeige bleibt und nicht darüber ist. Und dann habe ich das Image rausgesucht aus der Toolbox. Das ist einfach nur ein radialer Verlauf mit dieser ID. Hier, die könnt ihr abschreiben, wenn ihr wollt. Image Color habe ich auf blau gestellt, damit es halt ein blauer Verlauf wird. Und die Image Transparency auf 0,65, weil es nicht zu intens sein soll. Ich meine, es würde sonst so aussehen. Ich habe es auf 0,65 stehen. Damit ist es nicht zu anstrengend. Den Rest habe ich für das Image so gelassen. Dann können wir das einmal öffnen. Wir sehen hier ein UI Aspect Ratio Constraint von 1. Und hier ist die dominante Achse auf Width gestellt. Und Fit Within Max Size. Das habe ich ganz vergessen, euch zu sagen. Fit Within Max Size habe ich, glaube ich, aber überall so gemacht, oder? Fit Within Max Size ist hier. Dann haben wir auf jeden Fall hier auch Fit Within Max Size und Width. Okay, das ist überall gleich. Es ist halt so viel zu beachten bei diesen blöden GUIs an Roblox. Ich finde es anstrengend, aber ich bin froh, dass wir es jetzt fertig haben. Damit haben wir das GUI grundsätzlich aufgebaut. Und beim nächsten Mal geht es dann noch darum, die Scripts hinzuzufügen, damit das Ding auch cool funktioniert und damit wir es testen können. Dafür ziehe ich einmal natürlich das hier zurück in Server Script Service, nehme dann das ursprüngliche Ding, ziehe das wieder ins Starter GUI, damit ihr es einmal sehen könnt, was wir im nächsten Part machen werden. Und zwar, dass wir Funktionalität hinzufügen. Ich habe hier so einen Test-Button gemacht, damit wir es einfach mal testen können. Blub. Und dann haben wir halt das hier und das ist eigentlich ganz cool. Vor allem, was auch cool ist mit dem Script, das ich gebastelt habe, welches wir beim nächsten Mal behandeln, ist, dass die Geschwindigkeit der XP-Leiste sich anpasst, je nachdem, wie viel zurückgelegt werden muss. Also wenn wir jetzt instant auf Level 40 gehen sollten, geht das super schnell, wie ihr seht. Und dann sind wir in Level 40. Falls ihr irgendwelche Probleme mit dem GUI hattet, dann tut's mir leid. GUIs sind wirklich anstrengend. Man muss viel beachten, man muss viel korrekt machen. Und ihr könnt euch gerne noch meine Roblox Studio Lernserie angucken, in der ich so ein bisschen noch ein paar Kleinigkeiten dazu behandelt habe. Aber sonst gehe ich halt wirklich nicht viel auf GUI ein. In der Roblox Studio Lernserie muss ich irgendwann noch mal ein Video über GUIs an sich machen. Aber ich sträube mich davor, weil es halt einfach sehr umständlich in Roblox geregelt ist. Ansonsten wisst ihr Bescheid, wenn dieses Video online geht, sollte theoretisch der zweite Teil bereits für Kanalmitglieder online sein. An alle Kanalmitglieder, die das hier vorab sehen, ihr müsst euch wahrscheinlich noch gedulden, bis ich das Video fertig habe. Dauert auch ein bisschen. Und wenn ihr sonst noch irgendetwas wünscht, was ich hier hinzufügen sollte, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann kann ich schon mal vorbereiten. Das war's auf jeden Fall. Bis dann und ciao!